Ah, jetzt geht's. Herzlich willkommen in Kilima. Das war, glaube ich, der Dings hier, ne? Die Taverne? Das ist sicher ganz überwältigend für dich. Ja. Sura, die Gastwirtin. Ortsmohorn, leider ist im Moment kein Zimmer im Gasthaus frei. Dafür gibt es aber im Nordosten ein paar alte Grundstücke, dort kannst du ein... Nice. Lust auf ein lauschiges Plätzchen in der freien Natur? Gibt nichts Besseres, als in einem Sternzelt zu schlafen. Ich stehe nichts aufs Zelt, ich bin nur froh, einen Platz zum Schlafen zu haben. Nachthimmel ist hier wunderschön, es wird dir bestimmt sehr gefallen. Oh ja, gib her. So, mal schauen. Wenn du ein Zelt bauen willst, musst du zuerst ein paar Materialien sammeln. Ich krieg kein Zelt. Ich habe hier eine Axt für dich, aber wegen der Hacke musst du mit unserem hiesigen Bergarbeiter Odari sprechen. Okay. Du hast Glück, denn er sieht gerade nach den Grundstücken. Nimm einfach den Weg in Richtung Nordosten, den Hügel hoch. Hier, ich habe die Stelle auf deiner Karte markiert. Ich finde das gut, dass das Geld markiert ist. Aber das ist ja nichts Ungewöhnliches. Falls du dich verläufst. Was war das? Oh, wenn da mal irgendwas was gebremst hat. Eieiei. Oh, Auge sauber machen. Siehst wieder gut aus, Katze. So, weiter geht's. Let's go! Du, du, du. Kann ich eigentlich... Das ist nicht Tab. Ungewöhnlich. Kann ich mir das verschieben? Ja, kann ich. Das ist geil. Was? Nice. Du. Ich mach mal ein bisschen schneller. Odari. Muss ich hier was... Hä? Okay. Oh! Oha, okay. Not a lot of folks come around these parts. Es geht voran, es ist aber noch viel Müll übrig. Oh hi. Ja, aber er hatte mich doch schon gesehen. Und Dari Pavel von Pavel Mining. Und auch Pavel von Pavel Mining. Ja, geil. Das ist so typisch. Ah, was kann ich für sie tun? Für sie? Mach doch du. Ashura hat mich wegen einer Spitzhacke hergeschickt. Das ist jetzt... Mensch, beziehungsweise Erde. Ach so, genau, okay. Was haben wir denn sonst noch? Du kannst mir sagen, wie du deinen Bizeps... Bin ich hier richtig? Oder hallo, ich bin Maler. Ich würde fast sogar sagen, bin ich hier richtig? Wenn sie derzeit ohne Wohnung sind und eine suchen, dann ja. Okay, das ist der Grund, warum für diese Campingplätze auch... Campingplätze? Nice. Auf ihre Unversehrtheit überprüfe. Ich will nicht, dass ihr alle im Schlamm vergraben werdet. Huch. Dieser hier ist sogar schon bevor bezugsfertig. Wenn du ihn haben möchtest... Ach, jetzt auf einmal du.
Jetzt sind wir plötzlich beim Du, ne? Also, ne, verstehst du. Einen Satz später direkt das Du hier. Er braucht nur noch ein bisschen mehr Arbeit. Das finde ich cool. Ist okay. Wie ich sehe, hast du schon eine Axt. Hier, nimm auch diese Hacke. Es ist immer gut, das richtige Werkzeug für die richtigen Aufgaben zu haben. Benutze sie beide, um den Schutt zu beseitigen. Ja, ja. Mininin hat Hunger bei der Arbeit, also nimm das besser auch. Meine Tochter sagt, dass ich mich gesünder ernähren muss, aber du wirst es besser gebrauchen können. You're still here, huh? Ach komm schon, ey, das hat die Tochter gemacht. Oder? Hab ich das jetzt falsch verstanden? Halte R, um Werkzeugrad zu öffnen. Bewege Mausrad, okay. Ah, jetzt wieder Englisch. Halte R gedrückt. Toll. Ah, ich finde das sympathisch, wirklich. Ich finde das so super sympathisch. Drücke F und erstellen Gegenstand. Nein. Wir gehen nicht da drunter, habe ich gesagt. Ja. Okay, es ist automatisch drin. Was ist das? Eins. Und dann? Eins. Ja, aber dann geht das nur nach oben, oder wie? Ja. Okay, ha. Oh, okay, ha. Ist das? Ja, ist Werkzeug klar. P. P ist doch das gleiche wie I, ne? Okay, doppelbelegt, auch gut, nicht schlimm. Moment. Ruhe mich noch ein bisschen aus, ich habe den ganzen Tag gearbeitet, räum du nur weiter den Müll weg. Ja. Es sieht halt einfach so geil aus, ne? Aber ich verstehe nicht, wenn ich die 1 drücke, dann geht das hoch. Aber... irgendwie wird das nicht genommen. Eine Bergmeuchel? Oh ja, nehme ich mit. Ah, okay, und dann geht das auch unten rein. Okay. Will die ganze Zeit über die Ziffern die Waffen, also quasi die Werkzeuge wechseln. Und was sehr gut ist, man kann die Taste einfach gedrückt halten. Okay, das war komplett. Clear some. Oh, von dem, was leuchtet. Ups. Ich glaube, ich habe was falsch verstanden. Muss ich jetzt... ach. Ah, okay. Und... ja, das hier, was leuchtet. Okay, Entschuldigung. Aha. Es gibt noch viel zu tun, aber es ist ein Anfang. Genau, ich habe dieses seltsame Ding gefunden. Ich habe eine Menge seltsame Dinge in der Mine gefunden, aber ich bin mir nicht sicher, was das ist. Wer es findet, dem gehört's. Ist ja schließlich dein Grundstück. Ich hab's nicht mal gekauft! Ey, warum kann nicht jemand zu mir so einfach mal so anklingeln am besten und einfach sagen, ey, immer, ich hab hier ein Grundstück. Ich brauch's nicht mehr, bitteschön so. Keine Ahnung. Am besten natürlich schon mit Häuschen drauf und so, ne? Also, ja, okay.
Ich habe noch andere Gerüchte zu inspizieren. Kann ich noch ein anderes haben? Nein, alles gut. Ich habe noch noch andere Grundstücke zu inspizieren, aber es sollte jetzt genug Platz sein, um diesen Arbeitstisch aufzustellen. Ich schlage vor, du konzentrierst dich darauf, ein Dach über den Kopf und einen Platz für deine Sachen zu bekommen. Bevor du dir Gedanken über glühende Röhren machst. Ciao. Aber schreibt man Ciao nicht anders? Okay. Oh, Selector Workbench, dann ist die bestimmt auf Seite 2. Wäre eine Station. Drücke erneut, um irgendwo aufzustellen. Die Auswahl der Aktionslisten kann. Ah, hier ist 3. Katze, musst du da drauf stehen? Okay, ich weiß nicht, was du gemacht hast, aber. Aber irgendwie ist der heute Morgen wirklich schlimm. Es gibt doch gleich Essen. Kannst du jetzt bitte vom Bildschirm weggehen? Bitte? Hey, der ist schon wieder richtig in seinem Mobbing-Modus, ne? Holz nicht da oben drauf. Das Brett braucht nur mal wegklappen. Etwas im Weg. Oh, da ist sogar eine Lampe dran. Ist ja geil. Ah, hier. Craft Items. Historisches Zell 25, 20. Aber wie kann ich das denn essen? Das ist halt das, was ich jetzt gerade nicht weiß, kann hergestellt werden. Sehr gut, dann stelle ich das hier mich jetzt einmal her. Ein bisschen hämmern hier, ein bisschen hämmern da. Et voilà. Ruhe. Aber guck mal, warum kommt die jetzt nicht? Muss ich hier? Okay. Yes. Pickup. Ah, verstehe, okay. Gut, das sage ich auch, das ist selbsterklärend eigentlich. Move. Ah. Ach so, oh. Weißt du, manchmal bin ich halt auch ein bisschen durch. Und jetzt brauche ich noch Holz. Okay, 25. Dann machen wir mal ein bisschen Platz. Yes. Dann provisorisches Feld. Yes. Was? Also ich habe an ein Zelt gedacht, nicht an ein halbes Wohnhaus. Heilige. Das ist einfach ein ganzes Zimmer. Toll. Der Stein stört mich. Au nie. Au. Warum fehlt ihm hier ein Zahn?
Das ist nicht gut. So ein Glück, du bist noch nicht weg. Nein, meine Mutter Delilah hat mir erzählt, dass es einen neuen Menschen in der Stadt gibt und hier bist du. Ich bin den ganzen Weg von der Farm hierher gelaufen. Ich fand, dieser Rucksack ist auch einfach genial. Also wenn du da kein Auto drin parken kannst, dann weiß ich auch nicht. Die wollte, dass du dieses Einweihungsgeschenk bekommst. Willkommen bei Kilima. Bei oder in? Bei, ne? Und ich wollte, dass du deine Post bekommst. Ich bin Auni, ich kümmere mich um alle Lieferungen hier. Ach so, okay, deshalb der Ruck. Ja, okay. Komm am Tag, jeden Tag, ob Regen, Sonnenschein, um 6 Uhr morgens und um 6 Uhr abends. Also immer. Eines ist sicher, meine Arbeit wird gleich viel interessanter werden, aber warum? Magst du Post? Nee, eher nicht so. Du siehst aus wie jemand, der gerne Post. Weißt du, nein, ich will keine Post, weil Post bedeutet meistens immer was Schlechtes. Ich liebe es, Post zu bekommen, das Aussehen kann täuschen. Ja. Mit der richtigen Post änderst du deine Meinung. Wenn da mal die richtige Post käme, ne? Lo, schau mal nach, das ist deine erste Postlieferung, deine allererste. Ja. Aber ich habe doch schon zwei. Okay, brauche ich gar nicht lesen, weil. Sei gegrüßt und dann auf Englisch. Ich verstehe es nicht. Oh. Oh, was? Oh. Da war ein Dings drin. Oha. Hallo, Jojo. Ach, krass, habe ich jetzt sogar schon. Rüste den Bogen aus und halte gedrückt, um einen Pfeil zu ziehen. Denk daran, zu einem Winkel zu schießen und weit entfernt. Ah, okay, da wurde dran gedacht. Sehr geil. Kreaturen fliehen, was ja klar ist, wenn du sie verfehlst oder sie nicht mit einem einzigen Treffer tötest. Die Verwundung ist ein wesentlicher Bestandteil der Jagd. Das ist leider wieder auf Englisch, aber ich glaube. Hunting Levels. Press open the ammo bag. Okay, und dann kann ich halt neue Dings ausrüsten. Ach so, von jagbaren Kreaturen lassen sich. Jagbaren. Egal. Von jagbaren Kreaturen lassen sich wertvolle Materialien für die Herstellung erhalten. Alle Spieler, die helfen wild zu jagen, erhalten Beute. Das heißt also, wenn ich ein Tier anschieße und jemand anderes schießt auch drauf, kriegen wir beide was. Okay, das müsste jetzt bedeuten, wenn ich. Aber ich verstehe immer noch nicht so ganz, warum. Kann ich damit nichts machen? Ist das. Achso, zurück. Oh, lol. Und kann ich eigentlich den Bogen auch wegstecken? Warte mal. Oder halte ich den jetzt immer in der Hand? Oh, Jacke! Nicht. Das ist heute wieder ein ganz, ganz komisches Verhalten. What you up to? Na, wie lebst du dich ein? Das Grundstück ist ja riesig. Angeblich kann man ziemlich cooles Zeug in der Erde finden. Ah ja, mein Papa hat letzte Woche eine alte Kupferfallspitze in unserem Garten gefunden. Ich finde aber nichts außer Steine. Na, ich habe das seltsame Artefakt gefunden. Bild eine seltsame leuchtende Röhre. Ah, ich bin eher da. Oh wow, was kann es? Keine Ahnung. Ich wette, Gina könnte. Stimmt! Und die habe ich gar nicht gedacht. Gina könnte etwas wissen. Sie treibt sich in Ruinen herum. Frag sie, ob sie was. Ob sie sowas schon einmal gesehen hat. Krieg ich jetzt einen Freund? Oh ja, das hätte ich an der ganzen Aufregung fast vergessen. Ich habe auch ein Geschenk für dich. Alle schenken mir was.
Habt ihr echt beide heute Nacht? Ich habe meinen heute Nacht bekommen, ja. Gegen 1 Uhr, glaube ich. Da war ich am Schlafen. Bin seit 5 Uhr wach, direkt runtergeladen, sofort alles schön gemacht. Oh. Ein offizieller Gürtel der Bug Scouts und auch ein Satz Rauchbomben. Nice, das bedeutet, ich bin Mitglied in Kilimas bestem und einzigen Käferfangverein. Kann damit nur Käfer fangen? Jetzt muss ich aber, wenn du nachher vorbeikommst, verrate ich dir, wie du sie einsetzt. Okay. Aber ich wette, du bist jetzt hungrig. Du solltest mit meinem Vater wohl sprechen, um zu lernen, wie man Essen anbaut. Nice, da hab ich Bock drauf. Und Ref, der im Gasthaus arbeitet, kann dir beibringen, wie man es kocht. Geil. Weißt du, alle warten darauf, dich zu treffen. Komm schon, wir machen ein Rennen. Oh nein. Ah, okay. Okay, warte, warte. Ist ja, will ein Rennen machen und despawnen. Was ein Drecksack. Unfair! So, wenn wir kein sportlicher. Ver okay. Ja, ihr wisst schon, kein sportliches Verhalten hier. Ja.